die Geschichte beginnen. Diese Geschichte braucht eine Heldin. Oder einen Helden. Die Nachricht muss jetzt eine Kurierin werden. Diese da heißt Artois. Sie hat eine Nachricht nur für dich. Leuchte sie mit dem Licht an. Zeig. Versuch das besser mal woanders. Oh, sieh dir das an. Ich glaube, das gefällt ihr auch. Oh, setze noch. Oh, ja, du erfüllst diese Welt wirklich mit Leben. Sie hat dich gesehen. Ich glaube, sie wird dir jetzt folgen. Leite sie mit deinem Licht an. So viel dazu. Mal sehen, wo sie hin will. Das ist jetzt sehr wichtig. Achte auf die Eichhörnchen. Ihre Zungen sprechen die Wahrheit. Und schau, da oben, da entsteht ein Weg rüber in die Welt des Wesens. Artois, da musst du deine Nachricht hinbringen. Lass dich vom Wesen leiten. Zweig! Oh, oh je! Da,
Das war doch nicht schlimm. Aber die Geschichte braucht ein paar Schurken. Wie wär's mit Krähen? Krähen sind furchterregend. Weichling, nein. Wir brauchen etwas Neues. Etwas Böses aus der Welt des Wesens. Etwas wie die da. Sieh nur, wie sie hereinströmen. Das gibt der Geschichte eine fiese Wendung. Und wie genau nennt man die Dinger? Schnipsel. Furchtbare kleine Dinger. Eigentlich ist das ein ziemliches Chaos. Die Leute scheinen eure Hilfe zu brauchen. Gut gemacht, ihr beiden. Ihr habt die fiesen Augenkisten vertrieben. Die haben noch mehr Tricks auf Lager. Okay, das ist meine Geschichte. Gut. Die Bühne ist bereit. Die Darsteller ausgewählt. Deine Rolle ist es, Artois zu leiten und so die Nachricht zu überbringen. Auf zu dem Loch im Himmel. Viel Glück. Ist meine Geschichte. Viel Glück.
Oh, sieh dir das an. Dies ist